Und herzlich willkommen hier bei Radio Hamburg und wir schauen uns jetzt ein Megatalent an oder einer, der es werden könnte. Viel Spaß dabei! Als erstes schauen wir uns diesen hier an. Hallo, ein bisschen tiefer die Kamera. Hallo. Ja. Ja, so. So ist gut. Ja. Hallo. Ja, hier ist jetzt noch ein... Ich wollte mal sagen, ich finde das ganz toll. So, jetzt könnt ihr mich auch sehen. Das war also Vicky, beziehungsweise Snorre. Snorre für Vicky. Und jetzt schauen wir uns den hier an. Das ist Don Zorro, ein guter alter Bekannter. Mit dem Mülleimer. Und die Galaktische Mons hatte gesagt, komme hier lang, muss ich dich hier bewerben. Und ich habe gesagt, gut. Ja, und Zorro, Don Zorro tritt natürlich nicht alleine auf. Er hat jemanden dabei, den ihr alle kennt, den Galaktischen Mönch. Und der sieht so aus. Wieso du dich so bewerben? Ich möchte mich gerne als Galaktischer Mönch beim Zeller Burgtheater bewerben. Im Schloss auch. Und ich denke, vielleicht kriegen wir die Rolle. Vielleicht kriegen wir die Rolle. Also was? Als Galaktischer Mönch. Hallo, ich bin's. Hallo. Jawohl. Gut. Und, das war das noch nicht alles. Dann gibt es natürlich noch Mortimer. Mortimer ist im Hause Sossebay entsprungen und wird für Ebays manchmal ersteigert oder erlöst. Ich bin der Mortimer. Ich wollte nur mal sagen, wir sind hier in einem Garten, eine Private Party. Rose kommt gleich, die ist wieder ein bisschen beschäftigt. Dann gibt's natürlich noch den Schlagerstar. Schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. In der Stadt, wo man sich am Kröpke trifft. In der Stadt, wo der König ein Ernst August ist. In der Stadt, wo es den Maschi gibt. Ja, da will ich gerne wieder hin. Und natürlich, last but not least, den Hausmeister Heinrich Bloch. Facility Manager von Beruf. So, da kannst du also wieder pümpeln, nicht? Oh ja, ne, ich wusste jetzt gar nicht, dass mir einer gefolgt ist, nicht? Aber gut, wenn Sie schon mal da sind, nicht? Dann kann ich mich auch mal ganz kurz vorstellen, nicht? Also, mein Name ist Hausmeister Heinrich Bloch, nicht? Das hat ja jetzt alles einen neuen Namen bekommen. Und ich muss sagen, das stinkt mir eigentlich. Mir stinkt es ganz gewaltig, dass das alles einen neuen Namen bekommen hat, nicht? Das heißt jetzt nicht mehr Hausmeister, sondern Facility Manager, nicht? Ach, und einen haben wir beinahe vergessen. Paul Pümpel. Paul Pümpel ist eine Kreation vom Hausmeister Heinrich Bloch und den sehen wir ganz kurz nochmal. Ja, da ist er schon, nicht? Herr von Pümpel, nicht? Ja, also wir kennen uns schon länger, deswegen darf ich ihn auch Paul nennen, das ist also Paul Pümpel. Und Paul, das ist das Schöne, der kann auch singen. Paul, machst du das mal grad? Ja, wunderbar. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Natürlich, die neueste Errungenschaft von Pedro Prüser. Ganz neu und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Platz Nummer 12, bitte nicht wieder wählen, Herr Baum. Herr Baum und sein Lied, froh zu sein, bedarf es wenig. Ich schalte schon mal aus, ich freue mich beim nächsten Mal wieder hier im Hamburg Radio, Radio Hamburg. Schön, dass ihr dabei wart, wir sehen uns das nächste Mal. Liebe Grüße an alle, die dabei waren. Und wer nicht dabei ist, bitte nicht traurig sein, das ist bestimmt nicht persönlich gemeint. Also, wir sehen uns, ich drücke euch die Daumen. Toi, toi, toi. Froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein Mediakontroll hat entschieden. Ted hat ermittelt. Und Sie sind die Zuschauer. Wir freuen uns. Tschüss.